Mich würde von den jeweiligen Sprechern interessieren, was Ihre Lieblingsphrase ist. Sie meinen Phrasen von Ihnen oder welche, die wir manchmal verwenden? Ihre eigenen. Ach so, gibt ja auf beiden Seiten. Vielleicht machen wir es nicht mit allen Sprechern, aber Herr Seibert kann ja gerne anfangen. Die vorne sitzen. Das, was vorhin, glaube ich, Herr Jäger gesagt hat, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Also was ich gerne sage, weil es ist ja auch so, ich sage gelegentlich, schauen Sie, es ist genauso gekommen, wie wir vorher gesagt haben. Deswegen ist auch eine Übertragung der Bundespressekonferenz in keiner Weise rufschädigend, sondern sie zeigt, glaube ich, wie offen, wie transparent die Bundesregierung ist und wie gut dieses demokratische Format der Bundespressekonferenz auch im 61. Jahr funktioniert. Ja, liebe Gäste, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wenn es jetzt eine normale Bundespressekonferenz wäre, würde ich Herrn Seibert das Wort geben. Da wir aber heute den Tag der offenen Tür haben, machen wir es mal anders, weil Sie, glaube ich, nicht genau wissen, wo Sie sich hier befinden. Das würde ich gerne erklären. Und ich würde bitten, alle, die hier vorne auf dem Podium sitzen, einfach mal ganz kurz zu sagen, zu welchem Ministerium Sie gehören und für welchen Minister Sie sprechen. Vielleicht fangen wir einfach von mir aus gesehen rechts an. Pardon, eine Sache muss ich am Anfang noch klären. Hier vorne rechts ist eine Gebärdendolmetscherin. Die Frage ins Publikum, gibt es Gehörlose, die die Übersetzung brauchen? Weil ansonsten könnten wir die Kollegen, genau, das können Sie ja ein bisschen schauen. Herzlichen Dank, dann brauchen wir diese Übersetzung nämlich nicht. Ja, fangen wir vielleicht einfach auf der rechten Seite an. Ja, schönen guten Tag, Dominik Ehrentraut mein Name, ich spreche für das Arbeitsministerium und die Ministerin Andrea Nahles. Ja, guten Morgen, mein Name ist Tobias Lüno, ich spreche für das Ministerium für Wirtschaft und Energie und für Minister Gabriel. Guten Morgen, mein Name ist Martin Jäger, ich bin der Sprecher von Wolfgang Schäuble. Ja, schönen guten Morgen, mein Name ist Michael Henjes, ich bin einer der Sprecher des Bundesministeriums der Verteidigung und ich spreche für unsere Verteidigungsministerin Frau von der Leyen. Ja, guten Tag, mein Name ist Sebastian Fischer, ich spreche für das Auswärtige Amt und mein Chef ist Frank-Walter Steinmeier, der Außenminister. Mein Name ist Steffen Seibert, ich bin der Sprecher der Bundesregierung und spreche für die Bundesregierung und die Bundeskanzlerin. Ja, guten Morgen, mein Name ist Johannes Dimroth und ich spreche für das Bundesministerium des Innern und den Bundesminister des Innern, Thomas de Maizière. Mein Name ist Anne Zimmermann, ich spreche für das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz und damit für unseren Bundesjustizminister Heiko Maas. Ich heiße Michael Schrören und bin der Sprecherin von Barbara Hendricks, der Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bauen und Reaktorsicherheit. Guten Morgen, mein Name ist Vera Moosmeier. Ich spreche für das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, dessen Minister momentan Alexander Dobrindt ist. So, jetzt haben wir einmal die Reihen getauscht. Die Ministerien, die in der zweiten Reihe sitzen, sind nicht etwa Ministerien, die weniger bedeutsam sind, sondern es gibt hier eine Statistik darüber, wie oft die Ministerien von den Journalisten gefragt werden. Die Ministerien, die am häufigsten gefragt werden, sitzen in der ersten Reihe. Die nicht so häufig gefragt werden, sitzen in der zweiten. Wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, dass das Ministerium vielleicht weniger wert ist. Sie wissen ja, dass Themen Konjunktur haben. So kommt es mal, dass das Umweltministerium zum Beispiel in der ersten Reihe sitzt, vielleicht das Wirtschaftsministerium in der zweiten. Das hängt von den Themen ab. Bitte. Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Benjamin Knödler. Ich spreche für das Entwicklungsministerium. Unser Minister ist Gerd Müller. Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Jens Urban. Ich bin der Pressesprecher von Bundesminister für Landwirtschaft und Ernährung Christian Schmidt. Guten Morgen, mein Name ist Katja Angeli. Ich spreche für das Bundesgesundheitsministerium und den Gesundheitsminister Hermann Gröhe. Haben wir hier noch auf der Seite? Ja, schönen guten Morgen. Mein Name ist Rüdiger Fischer. Ich spreche für das Bundesministerium für Bildung und Forschung und unsere Ministerin ist Johanna Wanker. Ja, guten Morgen. Ich spreche für das Ministerium, glaube ich, mit dem kompliziertesten Namen, nämlich Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und unsere Ministerin ist Manuela Schwesig. Ja, und mein Name ist Tim Santivani. Ich bin im Vorstand der Bundespressekonferenz und arbeite für die Berliner Zeitung und die Frankfurter Rundschau unter anderem. Womit wir schon beim Thema wären, wir sind hier also nicht in einer Institution der Bundesregierung, auch wenn es der Name Bundespressekonferenz vielleicht suggeriert.
Die Bundespressekonferenz ist eine 65 Jahre alte Institution und ist ein Verein, der sich im Nachkriegsdeutschland gegründet hat mit der Idee, dass wenn man den Regierenden richtig auf die Finger schauen will, dass man dann möglichst auch Pressekonferenzen in Eigenregie durchführt und diejenigen, die man befragt, als Gäste haben möchte. Denn häufig genug ist es so, dass, ich nehme jetzt einfach mal das aktuelle Beispiel, Frau Merkel, wenn sie in der Pressekonferenz drüben im Kanzleramt macht, dann gibt sie ein Statement ab, dann sind vielleicht noch zwei Fragen zugelassen. Die Fragesteller wären vielleicht von Herrn Seibert auch ausgewählt. Ich weiß es nicht, kann er vielleicht selber sagen, können Sie ihn selber fragen. Und dann ist die Pressekonferenz schon wieder beendet. Wir hier in der Bundespressekonferenz laden uns alle maßgeblichen Verantwortlichen in Deutschland ein, die irgendwas mit der Bundespolitik zu tun haben. Minister, Abgeordnete, Fraktionschef, wichtige Verbände, die etwas mit der Bundespolitik zu tun haben. Und befragen Sie dann nach unseren Regeln. Das sichert für alle Kollegen, wir haben ungefähr 900 Mitglieder, die gleichen Möglichkeiten, die Fragen zu stellen. Das sichert, dass wir sozusagen umfassend informiert werden. Am Montag haben wir zum Beispiel hier die Bundeskanzlerin. Diese Pressekonferenz wird sicherlich 1 bis 2 Stunden dauern, sodass auch wirklich die letzte Frage beantwortet ist. Und in der Regel werden die Pressekonferenzen auch erst dann beendet, wenn alle Fragen gestellt sind. Das vielleicht zur Einführung, damit Sie wissen, sozusagen, wie dieses Regime hier funktioniert. Die Institution ist eine, die auch hier in der Bundesregierung hoffentlich doch sehr ernst genommen wird. Ich erzähle hier an dieser Stelle immer gerne die kleine Anekdote von einem Verkehrsminister, der einmal eine Affäre auszustehen hatte, hier zu einem völlig anderen Thema in der Bundespressekonferenz saß und dann natürlich von den Kollegen gelöchert wurde mit Fragen zu dieser Affäre. Er ist dann irgendwann nach einer Viertelstunde wutentbrannt aufgestanden und rausgestürmt, ohne sich zu verabschieden aus der Bundespressekonferenz. Sie können ja mal erraten, wie lange es gedauert hat, bis der Minister zurückgetreten hat. Es waren, glaube ich, 22 Stunden. Das nur mal zur Fallhöhe dessen, was hier so in wie die Bedeutung auch dieser Institution hier ist. Das wissen Sie auch, warum wir nicht wutentbrannt aufspringen und rausstürmen. Das wollte ich jetzt gerade anfügen. Wir hoffen, dass dies bei Ihren Fragen jetzt hier nicht passiert. Ich möchte Sie sage ich vielleicht noch mal, um das Lob der Bundespressekonferenz auch von unserer Seite noch mal komplett zu machen. Die Bundespressekonferenz ist eine großartige Einrichtung. Und das sage ich als jemand, der hier 2 bis 3 Mal die Woche als Gast kommt, auch nicht immer nur angenehme, leichte Stunden erlebt, dem das viel, wie alle meine Kollegen, viel Vorbereitungsarbeit kostet. Es ist trotzdem eine großartige demokratische Einrichtung. Ich kenne kein europäisches Land, das so etwas hat. Es ist international einmalig. Eingeführte, gute Demokratien haben so etwas nicht. Wir haben es, wir sind froh darüber und kommen gern. Ja. Sie haben die kleine Pause gehört. Ich habe jetzt das richtige Adjektiv gesucht. Wir kommen wirklich gern. Ja. Ich möchte Sie ausdrücklich ermuntern, auch Fragen zu stellen, ruhig zu Themen, die die Kollegen aus den anderen Ministerien betreffen und nicht nur den Regierungssprecher. Aber das steht Ihnen natürlich frei. Bitte melden Sie sich. Ich versuche irgendwie eine Liste zu führen, um mir alle zu merken. Aber wenn Sie merken, ich habe Sie nicht gesehen, dann vielleicht einfach nochmal. Dann würde ich Sie bitten darum, damit alle es verstehen, zu versuchen, in die Mikrofone zu sprechen. Und die Mikrofone bitte pfleglich behandeln. Das ist Vereinseigentum und wird von Mitgliedsbeiträgen getragen. Insofern die Kosten 500 Euro das Stück. So, ich habe hier hinten eine Wortmeldung. Der Herr... Schauen Sie mal, ob Sie das richtige Mikro, da geht immer ein rotes Licht an. Nee, jetzt. Nee, falsch. Die 5. Ja, wenn so voll jetzt, jetzt geht's. Jetzt ist es, bitte schön, stellen Sie okay. Ihre Frage. Ich habe 2 Fragen. Erste an Herrn Seibert. Die Flüchtlingsproblematik ist ja das Highlight in Anführungsstrichen der letzten Wochen und sicher auch der nächsten Jahre. Meine Frage in diesem Kontext. Hat das Dublin-Abkommen, wo es ja um die Verteilung der Flüchtlinge an den Ländern, in die Länder geht, wo sie ankommen, wo sich Deutschland vehement dafür eingesetzt hat, unter ihren damaligen Ministern, auch unter Herrn Schäuble,
eine der Ursachen, dass sich die europäischen Nachbarn sehr bedeckt halten bei der Frage Quote für Flüchtlinge, Aufnahme für Flüchtlinge. Deutschland hat hypothetisch formuliert diesem Dublin-Abkommen besonders zugesprochen, weil ja Deutschland nicht an diesen Rändern liegt, wo die Flüchtlinge ankommen. Wäre aus meiner Sicht eine zu diskutierende Frage. Und die zweite Frage an Herrn Dr. Dimroth. Der Deutsche Fußballbund hat für mich unverständlich immer noch die Gemeinnützigkeit. Vielleicht kennen Sie einen unlängst gesendeten Bericht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Meine Frage in diesem Kontext, wird es nicht Zeit, dass der DFB diese Gemeinnützigkeit verliert als ein Unternehmen mit sich bewegenden Millionen und man mehr Geld in den Hochleistungssport, angelehnt an das Modell der Briten unter Sebastian Coe, steckt, um bei den entsprechenden Highlights, WM aktuell, auch dann später bei den Olympischen Spielen, nicht nur teilzunehmen, sondern auch die Medaillenbilanz zu verbessern? Herzlichen Dank. Ja, und dann fange ich mal an zum Thema Flüchtlinge, wo sicherlich der Kollege aus dem Innenministerium auch noch was zu sagen zu hat. Es stimmt, wir haben, das wissen Sie alle, das verfolgen Sie alle, wir haben seit geraumer Zeit sehr, sehr, sehr viele Menschen, die aus aller Welt zu uns kommen, Zahlen, die noch zu Beginn des Jahres niemand, aber wirklich niemand vorhergesehen oder vorhergesagt hätte. Das Dublin-Abkommen, das ein europaweit einheitliche Regelungen sozusagen vorsieht, stammt aus einer Zeit mit sehr viel geringeren Zahlen. Heute müssen wir ganz realistisch erkennen, dass dieses Dublin-Abkommen in vielen Ländern nicht mehr eingehalten wird. Das heißt, Flüchtlinge, die dort ankommen, werden gar nicht mehr registriert. Die Registrierung eines Flüchtlings, also die Erfassung seiner Identität, seiner Personalien, ist ja überhaupt mal sozusagen, wäre ja mal der Einstieg in ein ordnungsgemäßes Verfahren, das wird aber gar nicht mehr gemacht. Flüchtlinge ziehen ziemlich unbehelligt weiter Richtung in sehr vielen Fällen Deutschland oder Mitteleuropa. Das heißt, wir haben heute einen Zustand, wo dieses europäische Abkommen de facto von vielen europäischen Mitgliedstaaten nicht mehr erfüllt wird. Wir müssen deswegen nicht nur das tun, was wir hier national tun, das heißt, uns darum kümmern, dass die Menschen, die zu uns kommen, menschenwürdig aufgenommen werden, menschenwürdig untergebracht werden, dass wir die Asylverfahren, sagen wir mal, im Einzelfall gründlich prüfend durchführen, aber dennoch deutlich schneller, als das in der Vergangenheit der Fall war. Das ist in unserem Interesse, das ist auch im Interesse der Menschen, die zu uns kommen. Also wir müssen nicht nur die nationalen Maßnahmen alle ergreifen, sondern wir müssen auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass wir wieder zu einer einheitlichen Herangehensweise an das Flüchtlingsthema kommen. Und das ist nun allerdings nicht leicht, denn wir haben, wenn Sie so ein bisschen mitverfolgen, wie sich da die Staats- und Regierungschefs von anderen Ländern zu äußern, dann gibt es da sehr unterschiedliche Vorstellungen, wie viel der einzelne Staat bereit ist aufzunehmen. Deutschland und einige andere Länder sind mit Abstand diejenigen, Deutschland, Österreich, Schweden, Ungarn, mit Abstand diejenigen, die am meisten Flüchtlinge aufnehmen. Das wird bei 28 europäischen Mitgliedsländern auf Dauer so nicht bleiben können. Es wird eine fairere, solidarischere Verteilung von Flüchtlingen geben müssen. Und deswegen ist jetzt die europäische Diplomatie extrem gefragt. Und wir setzen uns da sehr dafür ein, dass wir an die Stelle des im Moment nicht mehr funktionierenden Dublin-Systems ein besseres gemeinsames europäisches Asylsystem setzen. Herr Dimroth. Ja, vielen Dank. Zu dem, was Herr Seibert gesagt hat in Bezug auf die Vereinbarung nach Dublin, hätte ich jetzt nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Ich würde aber gerne vielleicht noch ein, zwei Punkte unterstreichen. Zunächst mal ist es so, dass das geltendes europäisches Recht ist. Und wenn wir uns erinnern, als die Verträge geschlossen wurden, war ja ganz weitläufig die feste Überzeugung, dass das Binnenländer innerhalb der Europäischen Union bevorzugt, dieses Abkommen, zulasten derjenigen, die an den Außengrenzen dann mit hohen Flüchtlingszahlen umzugehen haben. Wir stellen heute fest, dass sozusagen in der Wirklichkeit genau das Gegenteil der Fall ist, dass nämlich tatsächlich Binnenländer, wie Herr Seibert es gerade gesagt hat, wie Österreich, Deutschland und Schweden mit am stärksten betroffen sind.
Wir stellen gleichzeitig fest, dass viele Vereinbarungen, die nach dieser Dublin-Verordnung gelten, auch von anderen Mitgliedstaaten nicht eingehalten werden. Das wirft eine Reihe von Fragen auf. Derzeit haben wir aber kein anderes Recht innerhalb Europa. Deswegen drängen wir darauf, dass die Vereinbarungen von Dublin eingehalten werden. Gleichzeitig drängen wir darauf, dass den Ländern, die hauptbetroffen sind, nämlich derzeit vor allem Griechenland und Italien, auch geholfen wird von der Europäischen Union. Das passiert auch schon weitreichend. Gerade gestern hat der Bundesinnenminister sich mit seiner britischen und seinem französischen Kollegen in Paris getroffen, um nochmals zu beraten, wie mehr Bewegungen innerhalb des Entscheidungsfindungsprozesses in der Kommission und bei den anderen Mitgliedstaaten erreicht werden kann. Es gibt eine gemeinsame Erklärung dazu. Es wird möglicherweise ein, das sage ich Ihnen quasi exklusiv, ein weiteres Sondertreffen der Innenminister geben, um das, was eigentlich schon Beschlusslage ist, tatsächlich auch mit Leben zu erfüllen. Und das bedeutet vor allem, dass eben, wie gesagt, den hauptbetroffenen Ländern Griechenland und Italien geholfen werden soll, geholfen bei der Einrichtung sogenannter Hotspots. Große Entscheidungszentren sollen dort entstehen mit Hilfe der Europäischen Union und der anderen Mitgliedstaaten, um schon vor Ort in Griechenland und Italien entscheiden zu können, ob jemand schutzbedürftig ist oder nicht. Und dann eben auch vor Ort entscheiden zu können, ob und gegebenenfalls nach welcher Quote in Europa verteilt wird und ob und gegebenenfalls wohin zurückgeführt wird. Und das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Schlüssel, auch um Schlepperrouten innerhalb Europas trocken zu legen, dass man in Griechenland, in Italien schon den Leuten, den Menschen, die nach Europa kommen, eine klare Perspektive dazu gibt, was sie in Europa erwartet in Bezug auf eine dauerhafte Bleibeperspektive oder auch nicht. Und ein Wort vielleicht noch zur Quote, weil das immer als Alternative diskutiert wird. Das ist sicher auch, das ist ja sozusagen auf der Tagesordnung in Europa. Nur der Ehrlichkeit halber muss man dann hinzufügen, dass eine Quote dann auch bedeutet, das klingt jetzt banal, dass eine solche Quote eingehalten wird. Was ich damit sagen will, ist, dass wenn wir reden immer von Dublin, das sind die Vereinbarungen zum gemeinsamen Asylverfahren, wir reden aber auch von Schengen, das heißt, wir haben keine Grenzkontrollen mehr. Wenn also jemand nach Quote in ein Land, beispielsweise in Südosteuropa, verteilt würde, dann aber, weil Freizügigkeit besteht, ohnehin sich in Europa frei bewegen kann, wäre diese Quote wiederum nur eine Quote auf dem Papier. Das heißt, diese Quote müsste eingehalten werden mit allem, was dazugehört. Und das gehört, glaube ich, zur Wahrheit dazu, das auch ganz klar zu adressieren, dass eine Quote nur dann Sinn macht, wenn sie auch eingehalten wird. Dann vielleicht ganz kurz zum DFB. Ehrlich gesagt, muss ich gleich sozusagen bei der zweiten Frage halb passen, was die Frage der Gemeinnützigkeit anbetrifft. Dazu kann ich Ihnen nichts sagen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir mehr oder weniger alle Spitzensportverbände in Deutschland fördern, aber nicht den Fußball. Also das ist ja sozusagen der zweite Teil Ihrer Frage gewesen. Die Frage der Gemeinnützigkeit erschließt sich mir nicht. Ich glaube auch sozusagen, auch wenn das jetzt gleich irgendwie ein komisches Bild gibt, nicht, dass das Innenministerium dafür verantwortlich ist. Ich weiß es aber nicht. Jedenfalls, was ich Ihnen sagen kann, weil das war ja eigentlich die Verknüpfung Ihrer Frage, fördern mit Steuergeldern tun wir den Fußball nicht. Das wäre tatsächlich auch etwas schräg. Und Sie hatten ja dann sozusagen übergeleitet in die Frage, müssen wir nicht etwas konzentrierter gemeinsam mit dem Sport Sportförderung so ausgestalten, dass auch mehr dabei rauskommt, ja, ganz platt gesagt. Und genau das ist das, was der Bundesinnenminister angestoßen hat, gemeinsam mit dem DOSB einen sehr, sehr ehrlichen Transformationsprozess oder einen sehr, sehr ehrlichen Prüfungsprozess anzustoßen. Fördern wir tatsächlich zielgerichtet dort, wo dann auch Erfolg zu erwarten ist. Und dass dieser Prozess läuft und der wird sicher auch nicht ganz ohne Einschnitte in Bereichen, wo eben keine entsprechenden Medaillenerwartungen vorhanden sind, nicht ohne Einschnitte in diesen Bereichen ausgehen. Und auch dort ist klar, Medaillen sind nicht der einzige Maßstab, an dem wir messen, aber, und da sind Sie völlig auf der Seite des Bundesinnenministers, sicher ein wichtiger Maßstab, an dem wir auch unsere Spitzensportförderung ausrichten müssen und werden. Herzlichen Dank. Jetzt können wir noch den Versuch unternehmen, das Finanzministerium zu fragen, ob es irgendwas über die Gemeinnützigkeit des DFB weiß. Ja, nicht dem, was der Kollege aus dem Innenministerium gesagt hat, nichts hinzuzufügen. Das war jetzt eine Standardantwort, die Sie in den Regierungspressekonferenzen häufig hören. Hier vorne, der Herr. Mein Name ist Norbert Schlicht.
Meine Frage bezieht sich auf das Verhältnis des Bundespresseamtes zu den Pressesprechern der einzelnen Ministerien. Wie ist die juristische Situation, wie ist die praktische Handhabung? Also nehmen wir an, das Auswärtige Amt möchte heute eine Presseerklärung abgeben. Kann Herr Fischer selbstständig tätig werden? Gibt es eine Informationspflicht dem Bundespresseamt gegenüber, also als juristische Situation? Und wie ist die tatsächliche praktische Handhabung? Herr Fischer. Das gilt ja das Ressortprinzip innerhalb der Bundesregierung. Dementsprechend würden wir die Dinge, die sozusagen das Auswärtige Amt betreffen und die deutsche Außenpolitik betreffen, eigenverantwortlich machen. Dort, wo es Abstimmungsbedarf gibt, zum Beispiel wenn wir über Afghanistan sprechen oder andere Dinge, würden wir uns natürlich innerhalb der Ministerien abstimmen. Aber letztlich ist es so, dass jedes Ministerium im Rahmen der übergeordneten Politik der Bundesregierung seine eigene Pressemitteilung herausgeben kann und das auch tut. Also wir arbeiten wirklich gut und herzlich zusammen und dennoch habe ich jetzt kein Weisungsrecht. Wir sind aber auch alle natürlich am Erfolg dieser Bundesregierung interessiert und dazu gehört, dass wir natürlich, wenn wir da, wo wir mal unterschiedliche Einschätzungen haben, miteinander sprechen, um die nicht als allererstes vor Ihnen auszutragen, sondern vielleicht auch erst mal intern zu besprechen. Und dann in der Bundespressekonferenz schon so etwas wie eine einheitliche Regierungslinie vertreten. Aber das Ressortprinzip gilt und alle Häuser sind da vollkommen unabhängig. Aber ich möchte vielleicht hinzufügen, dass es natürlich Aufgabe der Journalisten ist und oft genug auch gelingt, im Rahmen dieser Bundespressekonferenz doch die vorsichtigen Unterschiede, die es so zwischen den Ministerien gibt, ich sag mal vorsichtig herauszuarbeiten. Was in Koalitionsregierungen auch normal ist. Was auch normal ist, aber was dann eben die Aufgabe der Journalisten ist, wo man sich versucht, die Bälle ein bisschen zuzuspielen und was dann durchaus doch auch gelingt. Aber muss man natürlich sagen, manchmal ja auch beabsichtigt ist, dass es eben das gezeigt wird, dass es an verschiedenen Stellen auch unterschiedliche Meinungen gibt. Das ist ja auch normal. Hier links der Herr. Danke. Eine Frage, die vielleicht auch dazu passt. Ich hatte gestern Gelegenheit, an der Gesprächsrunde mit den Auslandskorrespondenten teilzunehmen. Und dort wurde erwähnt, dass die Kommunikationspolitik der Bundesregierung, ich sage es in meinen Worten, eher schwierig ist, dass die Zusammenarbeit mit den Journalisten eher zäh verläuft im Vergleich zu Vorgängerregierungen. Die Frage an den Herrn Seibert, wie kann es sein, dass Mitglieder Ihrer eigenen Regierung sich der Bundespressekonferenz trotz Einladung entziehen? Und eine Frage an den Herrn Iwani, wie ist da das Selbstverständnis der Bundespressekonferenz? Wird das einfach akzeptiert? Wie ist das Selbstbewusstsein? Warum thematisiert man diese Tatsache nicht? Oder hat man sich einfach auf, ich sage mal, gesunde oder weniger gesunde Art mit der Politik arrangiert? Herr Seibert? Ja, jetzt wünschte ich mir natürlich, ich wäre da gestern auch dabei gewesen, denn das, was Sie jetzt über die Auslandskorrespondenten sagen, das verwundert mich sehr und das kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. In den Jahren, in denen ich das mache, seit 2010, ist das Interesse der ausländischen Korrespondenten an der Bundesregierung aus vielerlei Gründen, Eurokrise etc., sehr gewachsen. Das zeigt sich auch, glaube ich, in deren Auftauchen in der Bundespressekonferenz. Es zeigt sich definitiv in der Zahl der Anrufe und Gespräche, die ich jeden Tag mit ausländischen Korrespondenten führe, aus europäischen und anderen Ländern. Das ist ein fester Teil meines Alltags. Und ehrlich gesagt ich war mal Auslandskorrespondent in meinem früheren Leben in den USA. Da waren Sie als ein deutscher Korrespondent in der amerikanischen Regierungspressekonferenz ein Nichts. Da waren Sie ein totales Nichts und haben da selbstverständlich nie eine Frage stellen dürfen. Das ist hier vollkommen anders. Wir sitzen hier montags, mittwochs, freitags und wir bekommen Fragen aus Spanien, aus Griechenland, aus Skandinavien, aus überall. Wir sind zugänglich für ausländische Korrespondenten in einem absoluten Höchstmaß. Deswegen darf ich das gerade noch mal präzisieren? Entschuldigung. Ja. Ich verstehe die Frage jetzt weniger bezogen auf die Auslandskorrespondenten, sondern im Verhältnis zur jetzigen Regierung, zu einer Vorgänger- oder zu Vorgängerregierungen und zum Journalismus allgemein. Sehen Sie da einen Unterschied?
Na gut, jetzt kann und ich ganz konkret in der Frage, wie kann es sein, dass trotz Einladung hier Mitglieder Ihrer Regierung hier nicht in die Bundespressekonferenz kommen? Also, dazu kommen wir jetzt später. Ich kann nicht, ich weiß nicht, wie es unter Vorgängerregierungen war, weil ich daran nicht aktiv teilgenommen habe. Ich habe, und das möchte ich nochmal sagen, wirklich das Gefühl, dass wir den Vertretern der ausländischen Presse hier in Berlin ein Höchstmaß an Zugang, an Hintergrundgesprächen, an Beantwortung ihrer Fragen geben. Das ist uns sehr, sehr wichtig, weil wir wissen, dass deutsche Politik Auswirkungen in Europa und anderen Teilen der Welt hat. Wir verstehen deren Interesse, freuen uns darüber und versuchen wirklich mit viel Arbeit auch darauf einzugehen. Zweitens weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, welcher Minister eine Einladung abgelehnt hat. Ich kriege immer nur Steinmeier. Ja, Herr Steinmeier war zuletzt mit seinem französischen Amtskollegen hier. Also ich weiß nicht, ob jeder Minister zu jedem von der BPK vorgeschlagenen Termin Zeit hat, aber alle Minister sind immer mal wieder in der BPK und stellen sich den Fragen. Das ist, glaube ich, ein völlig normales Vorgehen. Ich habe noch nie gehört, dass es da... Also, wenn ich das ergänzen darf, auch wenn es jetzt so aussieht, also wir sind in der Frage der Auslandskorrespondenten auf alle Fälle einer Meinung, das möchte ich hier nochmal noch mal hinzufügen. Es ist in der Tat so, zum Beispiel das Thema Griechenland und das Thema Ukraine, was uns ja nur lange begleitet, ist wirklich in der Regel so, wenn wir die Regierungspressekonferenzen Montag, Mittwoch und Freitag haben, kommen die Kollegen sehr stark zu Wort, stellen auch so interessante Fragen, auch für die deutschen Kollegen, dass das wirklich eine befruchtende Zusammenarbeit ist. Und es ist auch so, dass einige Ministerien extra für die internationale Presse eigene Leute in ihren Ministerien haben, zum Beispiel das Finanzministerium macht das so. Da sind also in der Pressestelle Leute, die hervorragend Englisch sprechen und Französisch, glaube ich, und dann tatsächlich auch für die Anfragen aus dem Ausland oder eben von Korrespondenten da sind, die hier in der Regierung sind, die hier in Deutschland stationiert sind. Das ist, finde ich, auch sehr wichtig, weil gerade eben das Finanzministerium zum Beispiel ja doch weitgehend international tätig ist. Aber zu Ihrer anderen Frage, es stimmt, wir haben Minister, die hier sehr häufig in der Bundespressekonferenz sind, wir haben Minister, die etwas weniger häufig da sind. Das kann man zum Teil auch erklären, weil es manchmal eben wirklich sperrige Themen sind, die wirklich, also wenn jetzt der Gesundheitsminister eine Reform zu einem bestimmten Segment des Gesundheitswesens hat, dann müssen wir als Bundespressekonferenz auch ein bisschen darauf achten, ist das ein Thema, was wirklich fast alle Kollegen betrifft und interessiert, so wie die Ukraine oder eben Griechenland. Oder ob es vielleicht sinnvoller ist, da wirklich ganz gezielt so Fachjournalisten zu einzuladen und das vielleicht im Ministerium zu machen, wo man eine PowerPoint-Präsentation machen kann. Das soll jetzt keine Entschuldigung dafür sein. Auch ich wünsche mir zum Beispiel, dass Gesundheitsminister Gröhe häufiger hier ist. Aber das ist ein Grund und das ist auch verständlich. Also da können wir auch nichts dagegen haben. Was Sie möglicherweise anspielen, ist eine andere Tatsache, dass wir eine große Koalition haben. Und eine große Koalition muss nicht um Mehrheiten in der Form buhlen, weniger sich möglicherweise auch um die Öffentlichkeit kümmern. Wenn Sie jetzt, das würde ich aber strikt ablehnen. Das habe ich mir gedacht. Aber das ist natürlich etwas anderes, als wenn Sie eine Koalition haben, die vielleicht knappe Mehrheiten haben, mit kleineren und größeren Koalitionspartnern. Da ist mehr Kommunikation, da wird mehr über Themen geredet. Auch die Tatsache, wenn zum Beispiel die Opposition stärker ist, als sie das jetzt der Fall ist, wenn also es mehr Parteien im Bundestag gibt, als leider jetzt nur noch mit zwei Oppositionsparteien, das erhöht die Kommunikation. Das erhöht auch die Angriffsfläche für Journalisten. Die ist natürlich in einer großen Koalition auch etwas geringer. Das könnte möglicherweise der Eindruck sein, den Sie da gewonnen haben. Und der ist mit einer großen Koalition tatsächlich so. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, natürlich war eine schwarz-gelbe Koalition für Journalisten mit einer etwas streitbaren kleinen Koalitionspartner, der sich öfter mal quergelegt hat, ist für Journalisten natürlich, ich sage es mal salopp, ein gefundenes Fressen. Und auch die rot-grüne Koalition war in dieser Hinsicht für Journalisten natürlich weit besser als eine große Koalition. Aber gut, dann, ich wollte gerne noch mal, bitte, die Dame dahinten. Ja. Hallo, Sonja Görnitz, freie Journalistin mit Sitz in Sydney. Und ich habe eine Frage an Herrn Ehrentraut vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales. In Australien gibt es jetzt ein Pilotprojekt für Leute, die Arbeitslosengeld empfangen. Die bekommen eine Geldkarte und 80% des Geldes
darf nicht für oder kann nicht für Alkohol oder Spielen verwendet werden. Wäre das eine Idee für Deutschland? Nun muss man dazu sagen, dass in Australien extra Alkoholgeschäfte da sind und die Logistik oder Technik vermutlich einfacher wäre. Das ist ein neues Pilotprojekt. Wäre das was für Deutschland? Also, da Sie Arbeitslosengeld sagen, Sie meinen wahrscheinlich bei uns ALG II, Hartz IV. Also generell alle, das Geld vom Staat für Leute, die keine Arbeit haben. Das wäre ALG II, weil das Arbeitslosengeld I ist ja beitragsfinanziert, das ist eine Versicherungsleistung. Beim ALG II ist es so, dass es bestimmte Regelsätze gibt und diese Regelsätze sind nach dem Bedarf orientiert, beziehungsweise nach dem Bedarf gerechnet. Es gibt, das ist etwas ein kompliziertes Wort, regelbedarfsrelevante Güter, die in diese Berechnung einbezogen werden. Und in diese Berechnung fallen nicht Nikotin oder Tabakprodukte oder Alkohol. Von daher ist das in der Berechnung gar nicht drin, was der Leistungsbezieher letztendlich mit seinem Regelsatz macht. Das ist natürlich ihm überlassen. Und genau da greift die australische Regierung jetzt ein mit diesem neuen Projekt, um zu unterbinden, dass das Geld für Süchte ausgegeben wird, damit eher Lebensmittel gekauft werden und Ähnliches. Also, wie gesagt, wir schreiben niemandem vor, wie er das Geld auszugeben hat. Wenn Sie grundsätzlich ist es so, dass so ein Modell meines Wissens oder ganz sicher nicht Gegenstand des aktuellen Regierungshandels ist. Herzlichen Dank. Die nächste Frage hier, der Herr Drüben. Guten Tag, mein Name ist Bert Hittmann aus Chemnitz. Ich habe eine Frage zum Themenspektrum Bauen und Wohnen. Ganz konkret, also geht es ums Bausparen. Das haben viele Deutsche, haben einen Bausparvertrag, ist halt so üblich, sage ich mal. Der Staat fördert das auch mit der Wohnungsbauprämie. Allerdings muss man sagen, dass diese Einkommensgrenzen, die liegen bei 26.000 Euro rund beim Alleinstehenden und bei 52.000 Euro beim Ehepaar. Die wurden also auch seit Jahren nicht mehr angepasst oder verändert. Und bei diesem Einkommen, denke ich mal, ist es fraglich, ob man in der Lage ist, dort, sage ich mal, Wohneigentum zu erwerben, gerade in Ballungsräumen. Deswegen meine Frage, gibt es da irgendwo, sind da Anpassungen, Veränderungen geplant, was die Wohnungsbauförderung betrifft? Herr Schulen? Ja, vielen Dank. Also zum Bausparen konkret kann ich Ihnen jetzt tatsächlich nichts sagen, weil es eine steuerliche Frage ist. Allerdings haben wir als Bauministerium in den letzten Monaten eine Reihe von Dingen getan, um die Wohnungssituation und die Wohnungsförderung zu verbessern. Wir haben zum Beispiel jetzt in der Mitte dieses Jahres das Wohngeld erhöht. Davon kommen in den Genuss dieser Erhöhung kommen ca. 900.000 Menschen, Mieter. Und das ist also eine ganz erhebliche Verbesserung und gerade für Menschen, die an der Grenze der Grundsicherung leben oder eben niedrige Einkommen haben. Wir haben jetzt darüber hinaus in Angriff genommen ein Förderprogramm zum Bau studentischer Wohnungen. Etwa 120 Millionen Euro gibt es dafür. Das sind sogenannte Vario-Wohnungen, die eine Mindestgröße von 22 Quadratmetern haben, speziell ausgelegt für Studenten oder Alleinlebende, die aber auch kombiniert werden können, zum Beispiel dann, wenn aus Studenten junge Familien werden oder auch Seniorenwohnungen entstehen sollen. Dritter Punkt, wir haben die Zuschüsse an die Länder für den Wohnungsbau in diesem Jahr erhöht auf 518 Millionen Euro pro Jahr. Sie wissen vielleicht, dass die Zuständigkeit für den Wohnungsbau bei den Ländern liegt. Das ist eine Folge der Föderalismusreform, die vor knapp 10 Jahren eingeführt wurde. Der Wohnungsbau also in der Zuständigkeit der Länder, der Bundesländer, der Bund fördert die Länder mit 518 Millionen Euro pro Jahr. Natürlich wissen wir nicht immer genau, ob die Länder diese Mittel auch jetzt für den Wohnungsbau verwenden. Es besteht keine Zweckbindung. Die Bundesbauministerin hat
in jüngerer Zeit sich dafür ausgesprochen, gerade angesichts des Bedarfs auf dem sozialen Wohnungsmarkt, auch mit dem Hintergrund der anerkannten Asylbewerber, die auf den Wohnungsmarkt integriert werden müssen. Sie hat sich dafür ausgesprochen, den sozialen Wohnungsbau zu intensivieren, sprich mehr Geld dafür bereitzustellen. Sie schlägt vor, die 518 auf 1 Milliarde im Jahr zu erhöhen, dann allerdings mit einer konkreten Zweckbindung. Das kann ich Ihnen jetzt auf Ihre Frage sagen. Und dann können wir sozusagen im Anschluss gleich das Finanzministerium noch mal fragen, ob das denn bereit ist, diese Milliarde auch auszugeben, beziehungsweise was mit der Wohnungsbaufördersumme ist, das glaube ich auch Ihre Sorge, oder? Ja, Sie sehen schon, wir sind für fast alles zwar nicht zuständig, aber an fast allem beteiligt, denn das meiste, was diese Regierung tut, kostet Geld. Und wenn es Geld kostet, kommt es aus dem Bundeshaushalt und der wird bei uns geführt, verwaltet und unter strenger Aufsicht gehalten. Ich fange mal an mit den Bausparkassen. Für die Bausparkassen sind in der Bundesregierung tatsächlich wir im Bundesfinanzministerium zuständig, wie auch für die Versicherungen oder die Banken. Das sind sozusagen die Unternehmen, um die wir uns kümmern. Und es gibt ein Bausparkassengesetz. Und dieses Gesetz wird, wie im richtigen Leben auch, gelegentlich einer Inspektion überzogen. Und es steht jetzt tatsächlich für den Herbst an, dass wir uns aufs Neue anschauen, ob an diesem Bausparkassengesetz Dinge verändert werden müssen. Das tun wir im Augenblick vor allem auch vor dem Hintergrund, dass wir uns in einem Umfeld befinden, wo die Zinsen sehr niedrig sind. Und diese Tatsache belastet das Geschäftsmodell der Bausparkassen. Wir denken, dass die deutschen Bausparkassen gut aufgestellt sind, dass sie damit klarkommen werden. Aber das ist dennoch Anlass für uns, diese Dinge uns nochmal anzuschauen. Es wird dann einen Entwurf geben. Es gibt dann Diskussionen zwischen den Ressorts. Und am Ende gibt es dann einen sogenannten Kabinettentwurf. Das heißt, dann hat der Gesetzentwurf die Reife, dass er, getragen von allen Ressorts, dem Bundeskabinett zur Entscheidung vorgelegt werden kann. Da sind wir aber noch ein sehr großes Stück von entfernt. Insofern kann ich im Augenblick zu Einzelheiten leider noch nichts sagen. Aber ich kann Ihnen versichern, dass das Gesetz im Augenblick einer Überprüfung unterzogen wird. Aber denken Sie, dass das noch in dieser Legislaturperiode der Fall sein wird? Nein, ich nochmal. Also ich kann Ihnen jetzt überhaupt keine Aussage treffen, was die Höchstgrenzen, die Freigrenzen angeht, all das. Es wird auf jeden Fall so sein, dass wir dieses Gesetz sehr, sehr zügig novellieren werden. Das wird noch im Laufe des nächsten Jahres, und zwar früh im nächsten Jahr hoffentlich, unter Dach und Fach sein. Wenn man jetzt ein findiger Journalist ist, könnte man daraus machen, schließt nicht aus, dass erhöht wird. Ich wollte nur eins hinzufügen. Herr Jäger hat natürlich total recht. Das Allermeiste, was eine Bundesregierung macht, ist in irgendeiner Form dann auch mit Geld zu verbinden und kostet Geld. Und deswegen ist man immer beim Finanzministerium. Eine Sache, die uns auch sehr wichtig ist, nämlich Bürokratieabbau. Die kostet kein Geld. Das ist dieser Bundesregierung wie auch der Vorgängerbundesregierung sehr wichtig. Ein Staatsminister im Bundeskanzleramt, Staatsminister Braun, befasst sich damit intensiv. Also ich wollte nur mal dem Gedanken entgegenwirken, dass alles, aber auch alles Geld kostet. Manches ist auch einfach Vereinfachung von Prozessen, weniger Papierkram, Dokumentations- oder Aufbewahrungspflichten. Da kann man vielen Menschen, vor allem in der Wirtschaft, aber auch Privatmenschen, das Leben deutlich erleichtern. Uns kostet kein Geld. Ich habe eine Frage, der ältere Herr dort, genau Sie. Ich komme nochmal auf die Flüchtlinge zurück. Was unternimmt die Bundesregierung eigentlich dagegen, dass verschiedene Länder sich ihrer Minderheiten auf diese Art und Weise entledigen? Dieses betrifft genauso gut die ganzen Armutsflüchtlinge. Hiermit werden die Armut und die Überbevölkerung der Länder auf Nordstaaten, die besser gestellt sind, verlagert. Also wenn Sie über Minderheiten sprechen, denke ich, meinen Sie, und das ist ja auch eine relevante Gruppe,
die Sinti und Roma, die zum Teil aus Südosteuropa sich auf den Weg machen und hier oder in anderen Ländern ankommen, deren Situation in vielen Ländern Süd- und Osteuropas immer noch nicht genauso ist wie die der übrigen Bevölkerung. Da gibt es immer noch sicherlich Diskriminierungen, da gibt es sicherlich immer noch eine wirtschaftlich schlechtere Lage, einen schwierigeren Zugang zum Bildungssystem und so weiter. Europa hat große Projekte und wirklich seit Jahren dieses Thema im Blick und hat eben Projekte aufgelegt, Initiativen unterstützt, dass diese Länder, die diese Länder in die Lage versetzen, die Lebensbedingungen ihrer Sinti und Roma besser zu gestalten. Darüber kann wahrscheinlich der Sprecher des Auswärtigen Amtes etwas sagen. Damit ist die Arbeit nicht getan. Das ist völlig richtig. Und man wird auch gucken müssen, welche dieser Projekte waren wirkungsvoll und welche haben den Erfolg nicht gebracht. Dazu sind wir ständig auch im Gespräch mit den Ländern, die das betrifft. Aber das ist durch etwas, was wir hier tun, nicht einfach zu lösen. Das ist zum Teil natürlich auch der Abbau von Vorurteilen und Benachteiligungen, die über Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte geherrscht haben. Das heißt, das ist ein langer Weg, aber es ist richtig, Europa muss das unterstützen, muss das aktiv unterstützen und muss die Länder, die das betrifft, auch an ihre eigene Verantwortung vor ihren eigenen Staatsbürgern immer wieder erinnern. Vielleicht, Moment, eine Zwischenfrage. Es geht nicht um die Sinti und Roma alleine, es geht auch im Grunde genommen um die anderen muslimischen Staaten. Die entledigen sich ihrer andersgläubigen Bürger, gläubigen Bürger. Und das sind auch Probleme, die wir haben. Vielleicht, wenn ich was dazu sagen kann, es ist ja so, dass wenn man den Blick einmal ein bisschen weitet, weltweit gibt es derzeit rund 60 Millionen Flüchtlinge, 10 Millionen oder 11 Millionen davon stammen aus Syrien, ein Teil davon ist innerhalb Syriens auf der Flucht, ein Teil davon ist ins Ausland geflüchtet und das sind Mitglieder aller Religionsgruppen Syriens, ein weiterer Teil der Flüchtlinge kommt aus Nordafrika, ein anderer Teil aus Schwarzafrika. Und was wir hier immer nie im Blick haben, sind die Flüchtlinge, die es in Ostasien gibt. Wenn man jetzt sich alleine die Flüchtlinge aus Syrien anschaut, dann ist es so, dass drei Nachbarländer Syriens den größten Teil dieser Flüchtlinge aufgenommen haben. Das sind Jordanien, das ist der Libanon und das ist die Türkei. In Jordanien wohnen mittlerweile über 1 Million syrische Flüchtlinge. Im Libanon sind es 1,5 Millionen Flüchtlinge aus Syrien. Und der Libanon selbst hat nur 4 Millionen Einwohner. Mittlerweile ist es so, dass mehr syrische Flüchtlingskinder im Libanon zur Schule gehen, als es libanesische Kinder in den dortigen Schulen gibt. Das sind Probleme für diese Länder, die deutlich ärmer sind als wir. Und last but not least, allein die Türkei hat 2 Millionen syrische Flüchtlinge aufgenommen. Und ich glaube, das ist ein Problem, dem wir uns alle stellen müssen, dem sich sozusagen Deutschland stellt, dem sich die Europäische Union stellt, und dem wir aber langfristig sozusagen nur dem wir langfristig nur beikommen werden, wenn wir schaffen, die Fluchtursachen zu beseitigen. Das heißt, ohne eine Befriedigung Syriens werden die Menschen auf der Flucht bleiben. Und ohne dass es gelingt, ISIS zurückzudrängen, die mordend und vergewaltigend durch Syrien, aber auch mittlerweile durch den Irak ziehen, wird es nicht gelingen, diese Flüchtlingskrise in Syrien zu lösen. Und so ist es ja auch in anderen Orten. Libyen ist ein großes Flüchtlingstransitgebiet. Libyen hat momentan keine Regierung, sondern es hat zwei verschiedene Regierungen, die sich darum streiten, wer die Regierung ist. Da arbeiten wir zum Beispiel mit den Vereinten Nationen zusammen und haben versucht, einen Prozess in Gang zu setzen, der zur Bildung einer Regierung der nationalen Einheit führt. Und da waren unter anderem vor kurzem die Konfliktparteien hier in Berlin zu Gesprächen, das erste Mal, dass die verschiedenen Konfliktparteien aus Libyen in einem Raum saßen und miteinander darüber gesprochen haben, wie man gegebenenfalls eine Regierung der nationalen Einheit herstellen kann. Wir sind da auch noch nicht am Ziel, aber wir unterstützen die UN mit all dem, was wir haben und mit dem, was wir können, um einfach dafür zu sorgen, dass Libyen stabilisiert ist. Und in Syrien gilt dasselbe. Nur ist es momentan noch so, dass die verschiedenen Kriegsparteien, die es dort gibt, dass wir dort noch nicht den Ansatz gefunden haben, um die dazu zu bringen, eine friedliche Lösung für Syrien herbeizuführen. Aber klar ist, es kann letztlich auch für Syrien nur eine politische Lösung geben, weil eine Entscheidung auf dem Schlachtfeld ist in den letzten 5 Jahren nicht getroffen worden und wird wahrscheinlich auf absehbare Zeit auch nicht fallen können. Herzlichen Dank. Ich hatte hier vorne eine Frage. Versuchen Sie es einfach so. Ja. Ich frage Herrn Seibert.
Seibert, Sie waren ja in Ihrem früheren Leben, haben Sie als Journalist über Politik berichtet. Sie sind seit einem Jahr ja im Zentrum der Macht. Wie weit hat für Sie das Bild der Politik sich verändert? Wenn Sie mal gucken, wie Sie früher über Politik gedacht haben, wie Sie heute über Politik gedacht haben, dass Sie da so einen Unterschied finden. Das ist echt eine häufig gestellte Frage, die ich immer schwierig zu beantworten finde. Ich fange mal damit an, dass es immer gerne heißt, im Zentrum der Macht. Also ich glaube, dass Journalismus Gott sei Dank in unserem Land auch ganz schön mächtig ist. Also es gibt immer mehrere Machtzentren. Ich glaube, der deutsche Journalismus, und das sollte so sein in der Demokratie, hat auch erheblichen Einfluss und eine erheblich wichtige Kontrollfunktion. Ich hatte immer das Gefühl, also jetzt rede ich sozusagen persönlich, nicht als Regierungssprecher, ich hatte immer das Gefühl, dass Vorurteile über Politiker oder diese schnellen Urteile, oh, die sind doch alle nur an ihrem eigenen Vorankommen interessiert und so weiter, dass die nicht stimmen. Jedenfalls nicht stimmen für 95% der Menschen, die in der Politik einen verdammt großen Einsatz leisten. Und jetzt, wo ich für die Regierung arbeite, würde ich sagen, das hat sich absolut bestätigt. Ich sehe in allen Parteien im Übrigen, in der Bundesregierung sowieso, aber auch in allen Parteien im Bundestag, auf Länder- und auf Kommunalebene so viele Politiker, die unglaublich Einsatz zeigen, die wirklich hart arbeiten, vieles auch Persönliches in Beschimpfungen und alles in Kauf nehmen, weil sie die Vorstellung haben, sie könnten etwas beitragen dazu, dass dieses ein gutes Land ist, in dem man gut leben kann. Und diese Hochachtung vor Politikern oder dieser Respekt vor dieser Arbeit des Politikers oder der Politikerin hat sich eher verstärkt, wenn Sie das so von mir hören wollen. Ich finde gerade jetzt, wenn wir noch mal an dieses Flüchtlingsthema kommen, wenn man sieht, was auf der lokalen Ebene jetzt in allen Ecken des Landes geleistet werden muss, wo Kommunalpolitiker konfrontiert sind mit einer Situation, auf die sie nie vorbereitet waren, mit der sie vielleicht auch nicht gerechnet haben, wo sie von heute auf morgen große Zahlen von Menschen in ihrer Stadt, in ihrer Gemeinde unterbringen müssen, wo sie diese Dinge organisieren müssen. Ich finde, Hut ab, was da geleistet wird. Das gilt übrigens auch natürlich für die Helfer von DRK und THW, die vielen Ehrenamtlichen. Aber ich finde auch, der deutsche Kommunalpolitiker hat auch mal ein Lob verdient. Herzlichen Dank. Ein sehr, da es ja keine Showveranstaltung sein soll, würde ich jetzt ganz gerne auch noch mal einen Journalisten rannehmen, denn das ist ja Bürger. Auch die Journalisten sind ja Bürger, damit Sie vielleicht dann den Dialog zwischen dem Journalisten und der Regierungsbank hier mitbekommen. Herr Jung, das ist ein sehr intensiver Fragesteller aus der Regierungspressekonferenz. Er ist online tätig, auch etwas für uns ja etwas Ungewohntes, weil normalerweise die elektronischen Medien Fernsehen, Rundfunk und die Zeitung dominiert haben, aber wir haben in unseren Mitgliedsreihen inzwischen auch einige Blogger. Herr Jung. Hätte ich mal eine Frage? Mich würde von den jeweiligen Sprechern interessieren, was Ihre Lieblingsphrase ist. Sie meinen Phrasen von Ihnen oder welche, die wir manchmal verwenden? Ihre eigenen. Ach so, gibt ja auf beiden Seiten. Vielleicht machen wir es nicht mit allen Sprechern, aber Herr Seibert kann ja gerne anfangen. Die vorne sitzen. Das, was vorhin, glaube ich, Herr Jäger gesagt hat, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Das mag für Sie wie eine Phrase wirken. Das finde ich trotzdem sinnvoll zu sagen, um auch hier dafür zu sorgen, dass die Veranstaltungen nicht völlig sinnlos über die Zeit gehen und man alles wiederholt, was der Vorredner schon gesagt hat. Ich finde, das ist ein sinnvoller Satz. Und zu dessen regelmäßiger Verwendung bekenne ich mich auch gerne. Ich habe auch noch eine. Bitte. Diese Frage stellt sich nicht. Ja. Und das Problem ist, das haben Fragen so an sich. Die stellen sich nie von selber. Die müssen gestellt werden. Herr Jäger, haben Sie noch einen? Also was ich gerne sage, weil es ist ja auch so, ich sage gelegentlich, schauen Sie, es ist genauso gekommen, wie wir vorher gesagt haben. Herr Dimroth hat auch noch einen. Ja, ich würde ein Beispiel bilden, was eigentlich genau sozusagen umgekehrt der Fall ist. Das legen Sie immer als Phrase aus, auch insbesondere sozusagen ganz konkret Sie und Ihre Zuhörer und Zuseher.
ist aber ein Satz mit viel Substanz. Und das ist der Satz, das ist Ländersache. Ja, genau. Oder ein anderes Ressort ist zuständig, was dann darüber auch nichts weiß. Vielleicht darf ich das aus Journalistensicht, es gibt natürlich auch die Journalisten, haben ihre Phrasen, spitzt sich zu. Wie gesagt, schließt nicht aus. Ich war glücklicherweise eine Weile bei der Nachrichtenagentur Reuters, da hatten wir so eine Indextabelle und da standen so eine Sachen alle drauf. Eine Welle, die sich irgendwo lang schiebt. Also wir nehmen uns da als Journalisten auch nicht aus, dass wir gelegentlich eher etwas sinnfreie Formulierungen benutzen. Ich hatte eine Frage. Hier, die junge Dame auf der Seite. Meine Frage richtet sich eher an das Arbeitsministerium und an das Finanzministerium. Ich hätte gerne gewusst, welche Maßnahmen die Bundesregierung in Betracht zieht, um Menschen mit Behinderungen tatsächlich und im realen Leben gleichzustellen. Meine Frage ist deshalb gestellt, weil der UN-Menschenrecht... Dem UN-Menschenrechtsrat, die Bundesregierung oder Deutschland gerügt hat. Weil viele Maßnahmen der UN-Behindertenrechtskonvention die Bundesregierung bisher immer noch nicht umgesetzt hat. Herzlichen Dank für die Frage. Für die Zuständigkeit des BMAS kann ich sagen, wenn Sie konkrete Verbesserungen ansprechen. Sie wissen ja, dass im Koalitionsvertrag die Einrichtung eines Bundesteilhabegesetzes vorgesehen ist. Dieses Bundesteilhabegesetz hat den Sinn und Zweck, Menschen mit wesentlichen Behinderungen aus dem Fürsorgesystem herauszuführen und die Eingliederungshilfe personenzentriert auszugestalten. Hier gab es eine hochrangig besetzte Gruppe, Beratungsgruppe mit Vertretern von Behindertenverbänden, Sozialträger und so weiter und so fort, die sich über konkrete Schritte und mögliche Reforminhalte dieses Bundesteilhabegesetzes auseinandergesetzt haben. Diese Gruppe hat mehrere Monate lang getagt, die Vorschläge liegen vor. Und jetzt ist es an der Zeit, auch einen Referentenentwurf vorzulegen für dieses Bundesteilhabegesetz, das zu konkreten Verbesserungen führen soll. Und das soll noch, dieser Referentenentwurf soll noch innerhalb dieses Jahres vorgelegt werden. Ja, ich kann an der Stelle ergänzen, die Teilhabe von Menschen mit Behinderung hat für meinen Minister einen sehr hohen Stellenwert. Und er schaut bei diesen Fragen sehr genau hin. Gleichwohl gilt auch in diesem Fall, dass wir diese Maßnahmen in einem Gesamtkontext zu sehen haben. Das heißt, sie müssen sich einfügen in unsere Finanzplanung und es muss finanzierbar sein. Und genau das diskutieren wir im Augenblick mit den Ressorts. Wir werden dort Lösungen finden. Das ist ein sehr kompliziertes, sehr umfassendes Thema, denn es sind auch betroffen die Länder. Und keine Ausrede, sondern eine sehr erstaunliche Tatsache, weil ich nenne Ihnen nur ein Beispiel. Die Gelder, die in diesem Zusammenhang pro Kopf vom jeweiligen Bundesland ausgegeben werden, sind dramatisch unterschiedlich. Und daraus kann man schwierige Fragen ableiten, die dann auch zu beantworten sind. Also kurzum, diese Diskussionen dauern an. Wir sind beteiligt. Das Ergebnis ist im Augenblick noch nicht da, aber es wird eins geben. Aber ich sage Ihnen noch zusätzlich ein ganz praktisches Beispiel. Es wird im Augenblick darüber gesprochen, wie hoch die Belastung von Unternehmen ist dafür, dass sie zu wenige Menschen mit Behinderung einstellen. Und wir als Finanzministerium haben sehr stark darauf gedrungen, diesen Satz zu erhöhen.
Das heißt, es muss für Unternehmen spürbarer sein, wenn sie ihren Verpflichtungen gegenüber behinderten Menschen nicht nachkommen. Weitere Fragen? Der Herr in dem blauen Shirt, bitte. Hallo, hallo. Robert Fleischer von Exo Magazin TV. Ich habe eine etwas ungewöhnliche, aber durchaus ernst gemeinte Frage. In 20 Ländern hat das Militär bereits unidentifizierte Flugobjekte registriert, jahrzehntelang Akten dazu angelegt und sie nach jahrzehntelanger Geheimhaltung auch freigegeben. In 5 Ländern gibt es sogar staatliche UFO-Untersuchungsbehörden. Meine Frage an Herrn Seibert, warum kümmert sich hier in Deutschland eigentlich niemand darum? Und an den Sprecher des Verteidigungsministeriums, was müsste passieren, damit Frau von der Leyen die Einstufung von möglicherweise doch existenten geheimen UFO-Akten neu überdenkt? Wir danken für die interessante Frage. Wir sind gespannt auf die Antwort. Ich kann nicht behaupten, dass ich in irgendeiner Weise ein Experte auf diesem Gebiet wäre. Ich weiß, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die damit sehr viel Zeit verbringen und im Internet sich dazu austauschen. Es steht nicht im Mittelpunkt der Politik dieser Bundesregierung. Es steht nicht mal an den Rändern der Politik dieser Bundesregierung. Wir haben auch nicht das Gefühl, dass es in irgendeiner Weise eine Frage ist, die für das gute Zusammenleben in Deutschland oder in der Welt von Bedeutung wäre. Könnte man hier die Phrase benutzen, die Frage stellt sich nicht. Aber genau, wollte ich jetzt mal nicht. Vielleicht das Verteidigungsministerium noch? Also, ich möchte denen eigentlich nichts mehr hinzufügen. Aber mir sind weder die Vorgänge noch irgendwelche Akten diesbezüglich bekannt. Und sehen Sie es mir bitte nach, dass ich in diesem Rahmen jetzt hier weder was sagen kann, wirklich nichts sagen kann dazu. Also das ist eine Sache, die uns in unserer Verantwortung nicht herumtreibt, wirklich nicht. Die nächste Frage, der junge Mann in dem blauen T-Shirt da hinten. Ja, was halten Sie davon, dass in Amerika es bereits erlaubt ist, mit Privatdrohnen umherzufliegen und dadurch zum Beispiel Polizei- und Feuerwehreinsätze zu behindern? Würden Sie sowas auch in Deutschland erlauben oder eher wären Sie dagegen? Ich habe es jetzt mit Privatdrohnen, also Privatdrohnen fliegen zu lassen. Ja. Ich würde auch sagen, dass... Genau, wir einigen uns gerade darauf, dass das Verkehrsministerium betrifft. Das tut uns jetzt leid. Sie müssen ran. Das ist in Ordnung. Also in Deutschland darf man Drohnen fliegen lassen. Wir haben Regelungen für die Aufstiegsmöglichkeiten von Drohnen bis zu 25 Kilo. Die muss man anmelden bei den Ländern. Also sind hier auch die Länder wieder zuständig. Das bezieht sich allerdings nur auf zivile Drohnen. Drohnen, die im Zusammenhang mit Kriegsaktivitäten aufsteigen sollen, fallen nicht unter diese Regelungen. Aber insofern kann man das hier tun und natürlich nicht, um irgendwelche Sachen zu behindern, aber es gibt ja verschiedene, auch durchaus sinnvolle Anwendungen für private Drohnen. So, wir hatten die UFOs, die Drohnen. Was kommt jetzt? Der junge Mann da hinten in dem blauen Hemd. Sie. Ja, schönen guten Sonntag allerseits. Ich habe eine Frage zur Ländersache und zwar zum Sprecher des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und zwar hat der Herr Sigmar Gabriel gestern gesagt, zur Lösung des Rentenproblems ist eine funktionierende Wirtschaft von Gebrauch. Und eine funktionierende Wirtschaft braucht immer eine funktionierende Bildung. Und die Bildung in den neuen Bundesländern, die hat halt massiv an Qualität verloren, weil die ganzen Lehrer alle in den Westen gehen, weil sie dort besser bezahlt werden. Was tut der Bund nun dagegen, dass die Lehrer auch in den neuen Bundesländern bleiben? Danke. Ja, vielen Dank für die Frage. Jetzt sind wir wirklich bei dem Thema Föderalismus. Also was ist Zuständigkeit des Bundes und was liegt tatsächlich in der Zuständigkeit der jeweiligen Bundesländer? Und hier muss man das bei diesem Thema auch genau unterscheiden. Tatsächlich ist das Gebiet der Lehrer eine originäre Zuständigkeit der Bundesländer.
Nichtsdestotrotz tun wir im Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, unsererseits einiges dazu, um eben halt die Situation zu verbessern. Beispielsweise, wenn es darum geht, die Lehrer auszubilden. Weil die Ausbildung der Lehrer findet an den Hochschulen statt. Dafür sind wir teilweise eben halt auch zuständig. Das heißt, wir können dort unterstützen. Das machen wir auch. Dieses Jahr haben wir beispielsweise die Qualitätsoffensive in der Lehrerbildung gestartet. Das heißt, wir geben als Bundesregierung 500 Millionen Euro dafür aus, dass eben halt die Ausbildung der Lehrer an den Hochschulen zusätzlich verbessert werden kann. Das sind unterschiedliche Konzepte, die eben halt an den einzelnen lehrerbildenden Hochschulen dann umgesetzt werden. Aber das ist eine Maßnahme, wo wir mit unterstützen können. Das vielleicht zu unseren Aktivitäten in dem Zusammenhang. Ansonsten ist das, wie gesagt, in dem Falle wirklich auch Ländersache. Das ist jetzt wirklich nicht mein Fachgebiet, aber ich erinnere mich doch, dass bei den PISA-Studien der letzten Jahre beispielsweise Sachsen und Thüringen immer sehr weit vorne lagen. Also wir sollten vorsichtig sein zu sagen, da geht nichts. Im Gegenteil, viele Bundesländer, glaube ich, wären froh, wenn sie die PISA-Ergebnisse hätten, die Sachsen und Thüringen, vielleicht tue ich jetzt anderen Unrecht, aber Sachsen und Thüringen habe ich besonders in Erinnerung, eben ganz weit vorne an die Liste gebracht haben. Ich hatte die Frage eines jungen Manns, ja, da, bitteschön. Hallo? Nee, dahinter, ja, dahinter Sie, genau, Sie. Sonst rufen Sie einfach laut. War das Mikrofon jetzt bei Ihnen? Sie wollte ich aufrufen. So, okay. Eine Frage an Herrn Ivanyi hauptsächlich, denke ich mal. Die Bundespressekonferenz würde mich interessieren, wer das finanziert, wer die Geldgeber sind und wer entscheidet, welche Journalisten hier sitzen dürfen, weil wer das entscheidet oder was das entscheidet, entscheidet auch, welche Fragen hier gestellt werden. Also die Bundespressekonferenz ist ein Verein. Die einzige Mitgliedsvoraussetzung ist, dass regelmäßig die Kollegen über die Bundespolitik, also entweder über die Bundesregierung oder über das Parlament, Bericht erstatten. Das kann man sozusagen nachweisen durch Arbeitsproben oder aufgrund allein der Tatsache, dass man also zum Beispiel in einer Parlamentsredaktion arbeitet. Normalerweise sind die Zeitungen und Rundfunkanstalten so organisiert, dass es hier in Berlin extra Redaktionen gibt, die nur für die Bundeshauptstadt und für die Themen hier zuständig sind. Das ist die einzige Voraussetzung. Dann gibt es einen Mitgliedsbeitrag, wie in jedem Verein. Und mit diesen Mitgliedsbeiträgen wird unter anderem hier diese Saalmiete finanziert. Und das hatte ich vorhin erwähnt, zum Beispiel die Mikrofone, auch Informationsmaterial. Es gibt, was doch von durchaus erheblichem Wert ist, so ein Verzeichnis aller Journalisten, die hier in Berlin für die Bundespolitik tätig sind. Das wird zum Beispiel gedruckt. Das ist relativ wertvoll, wenn ein Verband zum Beispiel die Kollegen ansprechen will und anschreiben will, dann ist das für die wirklich eine Goldgrube hier, dieses Mitgliederverzeichnis. Wie gesagt, und damit finanziert sich der Verein. Wer hier sitzen darf, sind also nur die Mitglieder. Das Fragerecht haben hier auch nur Mitglieder und es ist also keine öffentliche Veranstaltung. Das Einzige, was noch gemacht wird, Sie sehen hinten eine Kamera, das wird in die Redaktionen derjenigen, die Mitglieder sind, auch live übertragen, sodass man auch Pressekonferenzen dann halt in der Redaktion verfolgen kann, was wir nicht so gerne sehen, denn die Pressekonferenzen hier leben natürlich nicht davon, dass die Kollegen das im Fernsehen in ihren Redaktionen sehen, sondern hier sitzen und Fragen stellen. Dann der junge Mann auf der rechten Seite. Habe ich das richtige Mikro jetzt? Jetzt? Ja. Nehmen Sie das. Hallo, mein Name ist David Rodriguez. Ich bin von den jungen Europäern aus dem Ruhrgebiet bzw. von der Europa-Union. Und meine Frage richtet sich vermutlich an Herrn Fischer. Die Europäische Union besteht aus 28 Mitgliedstaaten. Und jedes dieser 28 Mitgliedstaaten hat eine Botschaft in einem der Länder der anderen Mitgliedstaaten. Wenn man das mal hochrechnet, dann heißt es, wir haben 27 Botschaften, Deutschland, 27 Botschaften in jeweils einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union. Und das Gleiche gilt natürlich für alle anderen Länder auch. Es gibt Ausnahmen. Ich weiß zum Beispiel, dass die skandinavischen Botschaften hier in Deutschland sich ein Botschaftsgebäude teilen. Nichtsdestotrotz kommt man ungefähr auf 700 Botschaften durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Für mich ist da die Frage, wenn man sich doch gefühlt jedes zweite Wochenende in Brüssel trifft, ist es eigentlich noch zeitgemäß, dass man über 700 Botschaften in der Europäischen Union hat? Zumal dieses Geld auch sicherlich gerade momentan anderweitig, Stichwort Asyl- und Flüchtlingspolitik, anders verwendet werden könnte.
Danke. Vermutlich, ein letzter Satz dazu, vermutlich kommen jetzt Visa- und Einreisebestimmungen als ein mögliches Argument, aber ist man in der europäischen Integration nicht eigentlich so weit, dass man auch da langsam hinkommen sollte, dass die gleichen Einreisebestimmungen für Spanien, Portugal, Polen wie auch in Deutschland, Österreich und Italien gelten sollten? Danke. Ja, also was die Kosten angeht, ich glaube, dass das Auswärtige Amt ist das Ministerium mit dem geringsten Budget innerhalb der Bundesregierung. Also, aber gehen wir mal auf Ihre Frage ein. Was die Einreisebestimmungen angeht, ist es so, dass in der Europäischen Union ja Freizügigkeit herrscht, was Sie als guter junger Europäer ja auch wissen. Dementsprechend ist das natürlich nicht das entscheidende Argument, um eine Botschaft dort zu haben. Was natürlich wichtig ist, ist, dass bestimmte Dinge sich im europäischen Kontext in Brüssel abspielen, aber eben die Politik nicht nur in Brüssel gemacht wird, sondern nach wie vor in den verschiedenen Hauptstädten. Und da ist es schon wichtig, dass die Bundesrepublik Deutschland auch mit Botschaften in den EU-Mitgliedstaaten vertreten ist, einfach um dort den Puls der Zeit zu fühlen, zu sehen, wohin sich die Politik in Spanien, in Italien, in Großbritannien, in Irland oder in Kroatien entwickelt und sich davon ein eigenes Bild macht, um da dann gegebenenfalls auch europäische Debatten beeinflussen zu können. Weil es reicht ja nicht, wenn man sich regelmäßig in Brüssel trifft, aber den innenpolitischen Kontext und die innenpolitischen Zwänge nicht richtig versteht, unter denen die jeweils Handelnden dort auftreten. Das heißt, den Botschaften kommt weiterhin eine ganz, ganz wichtige Aufgabe zu, in der Analyse der Politik der einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch in der Transport der Haltung der Bundesregierung in diese Länder durch zum Beispiel Auftritte des Botschafters oder der Botschaftsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der örtlichen Presse, durch Veranstaltungen, einfach das Deutschlandbild dort zu prägen und die deutsche Haltung zu bestimmten, zum Beispiel jetzt zur Flüchtlingsproblematik, deutlich zu machen und zu sagen, ja, Deutschland tritt für eine fairere Verteilung der Flüchtlinge in Europa ein. Und das ist für uns wichtig und dazu gehört, dass wir uns in Europa über dieses Thema besser verständigen. Und das kann man eben, das muss man in Brüssel machen, das machen wir auch in Brüssel, aber das muss man eben weiterhin auch in den Mitgliedsländern machen. Und was sozusagen die Botschaften angeht, es gibt einige Länder, in denen wir zum Beispiel Kollokationen, nennen wir das, mit unseren französischen Partnern unterhalten oder mit unseren britischen Partnern oder auch mal mit den Franzosen und Briten zusammen. Das ist dann immer so, dass wir uns sozusagen Gebäude teilen, um dort die Kosten zu reduzieren, die sozusagen der Unterhalt des Gebäudes erfordert. Aber andererseits wird es immer so sein, dass, wenn es hart auf hart kommt, wir natürlich zunächst der Bundesregierung verpflichtet sind. Darf ich hier noch eins ergänzen, weil die Kosten angesprochen waren? Das ist sehr gut investiertes Geld. Und ich sage Ihnen auch ein praktisches Beispiel. Griechenland. Während der ganzen Diskussion über das griechische Hilfsprogramm haben wir sehr eng als Finanzministerium mit unserer Botschaft in Athen zusammengearbeitet. Es gab Phasen, wo uns niemand anders sagen konnte, was in Athen diskutiert wird. Meine Griechischkenntnisse sind leider begrenzt, die des Bundesfinanzministers auch. Das heißt, wir brauchten Experten vor Ort, Kollegen, die das einschätzen können und die vor allem auch mal in der Lage sind, über Nacht einen Gesetzentwurf zur Rentenreform durchzulesen und zu sagen, da sind alle Vorgaben aus Brüssel wirklich abgearbeitet. Also insofern haben diese Botschaften sicher eine andere Funktion, ein anderes Aufgabenprofil als eine Botschaft wie in Afghanistan oder Südafrika. Aber sie sind für unsere Arbeit absolut unverzichtbar. Eine Frage hier, der junge Mann, den ich vorhin schon rannehmen wollte, genau. Das Internetformat Jung und Naiv zeigt auf, mit welchen schwammigen Argumenten und Phrasen die Bundesregierung auf kritische Fragen antwortet. Immer mehr junge Menschen sehen das, die Zuschauerzahl steigt. Inwiefern ist das Format rufschädigend für die Bundesregierung? Jetzt könnte man denken, der Kollege Jung, der dieses Format betreibt, hat Sie eingeladen. Das könnte man denken, aber die Antwort von Herrn Seibert. Ich bin ja schon nicht einverstanden mit der These, die Sie da aufstellen. Und deswegen kann ich auch nicht zu dem Schluss kommen. Wir sitzen hier und informieren dreimal die Woche sehr ausführlich über die Politik der Bundesregierung, greifen Fragen von Journalisten aus Deutschland und aller Welt auf. Ich glaube deswegen nicht, dass es so ist, wie Sie es beschreiben. Und deswegen ist auch eine Übertragung der Bundespressekonferenz in keiner Weise rufschädigend, sondern sie zeigt, glaube ich, wie offen, wie transparent die Bundesregierung
ist und wie gut dieses demokratische Format der Bundespressekonferenz auch im 61. Jahr funktioniert. 65. 65. Achso, das war der 65. Okay. Das war 65. Dann sind Sie jetzt im 66. Genau, Entschuldigung. 66. Jahr. Ich hatte ja noch gratuliert, aber das habe ich jetzt vergessen. Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Schlusswort, weil wir sind jetzt über eine Stunde sitzen hier zusammen. Ich möchte mich als erstes mal ganz herzlich bedanken bei Herrn Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern im Ministerium, weil die mussten ja auch ihren Sonntag rangeben, um hier zu sein. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse und für Ihr Kommen. Herzlichen Dank. Nein, nein, nein. Warum? Wirklich nicht. Wirklich nicht.